Weihnachten ist doch echt die schönste Zeit, oder? Familie sitzt beisammen, Lockdown, Finanzamt. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Es geht heute um meine Top 5 Wintersorten, die ich übers Jahr kennengelernt habe. Und da sind ein paar echte Spezialkandidaten mit dabei. Und ich würde sogar sagen, das sind nicht mal so viele identische Sorten mit anderen YouTubern drin. Klar, einige schon, aber ich habe da noch was im Petto. Und damit, yo Leute, was geht ab? Back in the game, remember my name. Ich bin Angel. Das Geile an dem Video ist, ich habe euch auf Instagram gefragt, welchen Stil ihr sehen wollt. Und es haben alle mit Vlog abgestimmt, deswegen gibt es das jetzt im Vlog-Style. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt eine Sorte aus, machen uns von der letzten Sorte ein Köpfchen und dann nehmen wir alle unter eine Lupe. Fangen wir an mit Damwien, dem Blue Crump, schön im Tupperdöschen. Aber nur auf Platz 5. Weil das so eine Art Standard ist. Oder ist es ein Standard geworden? Ich muss sagen, im Starline-Video habe ich das erste Mal erfahren, dass Heidelbeere und Blaubeere in verschiedenen Stadt- oder Ortsteilen dasselbe ist. Und danach soll der auch schmecken, der Blue Crump. Blaubeere, so ein backkeksiger Teiggeschmack und Blaubeere, beziehungsweise Heidelbeere, je nachdem, wo ihr herkommt. Und das finde ich echt interessant. Ich muss dazu aber sagen, der schmeckt mir doch eher nach einem Blaubeermuffin. Aber zur Weihnachtszeit echt sehr, sehr lecker. Und by the way, das ist nicht der Blue Crump, den wir hier gerade reinmachen. Und den Kopf, den gibt es bald zu kaufen bei Elvano. Da könnt ihr mich auch gerne mit dem Code Angel unterstützen. Wann genau werdet ihr in Insta erfahren? Das ist die Bee Hooker Bowl. Ich meine, was gibt es Geileres als ein Keksteig-Aroma mit Blaubeeren? Richtig. Keksteig-Aroma mit Himbeeren. Warum gibt es das eigentlich noch nicht? Das frage ich mich jedes Mal. Und wenn ihr natürlich eine Sorte kennt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und auch gerne eure Favorite-Weihnachtssorten. Und bitte kein White Cake. Das ist auch schon ein hartes Meme geworden in der Shisha-Szene. Bitte nicht. Boah, da merke ich gerade, der ist echt heiß geworden, der Kamin. Immer noch krass, wie viele Leute nach dem Kamin überhaupt fragen. Alter, was ein Kontrast zu meinem Zimmer. Meine Küche. Dann würde ich sagen, coolen an und kommen wir zur zweiten Sorte. Tja, was soll ich euch zur zweiten Sorte sagen? Da teilt sich der Tabak mit zwei Marken den Platz. Das ist nämlich einmal hier der Crazy Cuctus von Amosa und einmal der alte Eiskaktus von Holster. Der neue hat es leider nicht ins Game geschafft, aber wenn ihr noch an den alten rankommen könnt, nehmt den. Und den Amosa habe ich ausgesucht, weil das ist der neue Eiskaktus. Und wie der Name schon sagt, ist das ein cremiger Kaktus. Ihr könnt euch eine Kaktusfeige vorstellen, wie dieses Eis, was man von der Tanke immer holt, dieses kleine Grüne mit diesen. Leider sind diese kleinen Teile von Nestle und deswegen esse ich die gar nicht, weil ich erst Nestle einfach nicht supporten möchte. Und deswegen gönne ich mir immer den Amosa. Einfach diese Erdbeere, cremig mit diesem Kaktusfeige, das ist einfach nice. Erinnert mich irgendwie an Weihnachten. Die habe ich früher immer an Weihnachten gegessen, wo ich noch nicht wusste, was Nestle war. Und Props gehen raus an die, die an den alten Eiskaktus rangekommen sind. Hier ist nicht mehr viel drin. Okay, Google. Timer 8 Minuten. Erstmal ein paar Worte zu meinem Setup. Wir haben hier die Nacrani mit der Bee Hooker Bowl. Wir haben hier die Stimulation X-Pro mit dem neuen Aufsetzen, wie zum Beispiel die Carbon-Rauchsäule und auch die Carbon-Tauchsäule in der goldenen Variante mit Diffuser, weil ich den testen muss und das nicht on-stream machen möchte, weil Dicker mich sonst absticht. Kommen wir auch schon zu meiner Platz Nummer 3 und das ist Belgian Morning oder Belgian Morning. Und hier muss ich sagen, der hat mich am Anfang extrem enttäuscht, weil alle so positiv darüber geredet haben und ich habe mich so auf den gefreut und dann hat er mir nicht geschmeckt. Aber jetzt habe ich mein perfektes Setup daran gefunden und der ist einfach lecker. Jetzt sage ich euch, belgische Waffeln mit Beeren, das ist eine gute Kombi. Die Beeren sind fruchtig gehalten, aber er ist sehr süß. Belgische Waffeln, wie nice ist das bitte? Na komm, ein bisschen Hitze musst du vertragen. Ja, auch wenn es der Nacrani ist und das Ding mir wahrscheinlich gleich komplett um die Ohren fliegt. Oh mein Gott, ich liebe die Simulation. Wie kann man sich das vorstellen? Man kennt diese Waffeln hier in Deutschland, wenn du zu einem Krebsstand oder so hingehst. Diese Waffeln haben einen sehr süßen Geschmack. Aber die belgischen Waffeln, die schmecken irgendwie nach Belgien. Und wenn ihr euch jetzt denkt, okay, wie soll Belgien denn schmecken? Stellt euch vor, ihr reist in eine neue Stadt und diese Stadt hat einen ganz anderen Duft. Ihr dürft euch einen Duft davon aussuchen. Danach schmeckt das. Es ist so, als würdest du was Neues entdecken. Schwierig zu beschreiben, sollte man selber mal testen. Heißt ja auch nicht umsonst Try Starline, von dem die beiden Sorten nämlich auch sind. Zumindest Blue Crump und jetzt hier der Belgian Morning. Wie eben schon erwähnt, den habe ich am Anfang gar nicht leiden können, aber mittlerweile bin ich echt verliebt in den, no joke.
Und ich hoffe, das Mic spinnt jetzt nicht rum, nur weil ich mich nach vorne gebeugt habe. Irgendwie hat das manchmal seine Aussetzer. Eine Sorte, von der ich am Anfang enttäuscht war und dann doch den richtigen Kopfbau damit gefunden habe, es ist tatsächlich Merloch. Ich hau mir mal wieder ein Merloch-Setup unter die Nüsse? Auf was kommt mein Körper, Mann? Oder den Fingernagel. Wer hat diesen Spruch erfunden? Mann! Ich weiß jetzt schon, dass wir uns verstehen, wenn ich hier den Platz 2 auf meiner Liste raushol. Das ist nämlich der Pinkman von Must Have. Boah, 3 Kohlen. Ich sagte doch, die schnell warm. Vielleicht halte ich aber auch nichts aus. Das kann auch sein. Hier mal ein kleiner Tipp, wenn euch der Kopf zu heiß wird. Ihr hebt den einfach kurz an, pustet einmal und legt ihn wieder drauf. Ich glaube, jeder von uns weiß, woher Pinkman kommt. Pinkman kommt eigentlich aus dem Dampferbereich, wo ich mich sehr gut drin auskannte und kenne. Weil ich mache ja gar nicht mehr so aktiv Vape-Stuff. Nur noch das, was mir wegen einer Abmahnung erlaubt ist. Ey, die hat Flügel. Ist ja gestört. Wie gesagt, der Pinkman kommt ja eigentlich aus dem Dampferbereich und da ist Pinkman sehr bekannt. Ich denke, damit hat jeder von uns mal angefangen. Aber ich finde, der Pinkman schmeckt als Tabak viel, viel besser. Der ist intensiver. Der soll nach fruchtigen Erdbeeren schmecken. Da sind noch andere Komponenten mit dabei, aber stellt euch einfach nur eine cremige Erdbeere vor. Das ist so, als würdest du zu Weihnachten eine Torte vernaschen. Das ist einfach geil. Leider schwer ranzukommen. Es ist ein russischer Tabak und der wird halt nur jedes Quartal oder vielleicht auch öfter nach Deutschland gebracht. Also da solltet ihr auf jeden Fall schnell sein. Must-Have kündigt immer den Drop an und ich sag euch das auf Instagram Bescheid. War das Deutsch? Verdienter Platz 2 an der Stelle. Beung, meine Platz 1, der Browhood Winter Edition, beziehungsweise der Browhood One. Ich meine, ich habe gelesen, dass der eigentlich nur nach Bratapfel schmecken soll und Bratapfel zu Weihnachten ist das Nonplusultra. Habe ich noch nie probiert, aber als Tabak ist der krass. Habe ich absolutes Weihnachtsfeeling und da ist noch eine kleine Zimtnote mit dabei. Sollte echt mal ein ASMR Shisha-Channel aufmachen, oder? Der Zimt macht das Ganze relativ scharf. Also du hast wirklich diesen Bratapfelgeschmack und danach kommt diese Zimtnote durch. Ich mag absolut kein Zimt. Ich verbinde Zimt nicht mit Weihnachten, aber in der Kombination krass. Broad hat noch einen Tabak. Kiwi, war das Kiwi Hoba Boba? Da soll auch mit Zimt dabei sein. Viele von euch haben gesagt, das schmeckt mir. Viele von euch haben gesagt, ist mir zu scharf. Muss ich selbst mal testen. Das könnte eigentlich auch ein Weihnachtstabak sein, aber meine Nummer 1 ist hier der Bratapfel von Browhood. Habe ich bis jetzt auch noch bei keinem anderen Reviewer gesehen. Schmeckt. Schmeckt einfach sehr, sehr gut. Alter, was ein Geräusch. Das hört sich irgendwie so an wie bei Cyberpunk. Diese neue Waffe, die ich gefunden habe, diese Energie-Shotgun. Crazy. Hallo, ich bin jeden Tag live auf Twitch, Angel32. Kommt mich doch gerne besuchen. Jeden Tag, 365 Tage im Jahr, auch an Weihnachten, auch an meinen Geburtstag, auch an Silvester. Und ich habe am 26. Geburtstag. Das heißt, für mich ist die Weihnachtszeit doch angenehm, weil ich doppelte Geschenke absahen kann. Was sind eure Top-Weihnachtstabaks? Und kommt jetzt bitte nicht an mit White Cake, okay? Das ist schon eine Standardsorte, die muss ins jedes Sortiment, deswegen habe ich die extra nicht mit reingenommen. Lasst mir doch gerne Feedback in den Kommentaren da. Für den Algorithmus gerne ein Däumchen nach oben geben, kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und die Glocke aktivieren für den Algorithmus. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video oder vielleicht zum Livestream, man weiß es nicht. Wir sehen uns, Freunde. Haut rein, wisst ihr, was ich meine.